Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie heute zur Folge 14 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Und die letzten Male haben wir die Frau in das Zentrum der einzelnen Sitzungen gestellt. Ich möchte in der nächsten Sitzung dann eben auch zum Mann kommen. Und ich wollte diese Sitzungen über die Frau abschließen mit einem ganz berühmten Liederzyklus von Robert Schumann, Frauenliebe und Leben, nach Texten von Adalbert von Chamisso. Und als ich mich auf diese Sitzung vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass ich zuerst einmal etwas über Musik in der Romantik allgemein sagen muss. Und so muss ich Sie auf das nächste Mal vertrösten, wenn wir uns Robert Schumanns Frauenliebe und Leben genauer anschauen wollen. Und danach will ich dann eben auch auf den Mann, auf den männlichen Partner der Liebesbeziehungen zu sprechen kommen. Musik ist in der Literatur über romantische Liebe nicht wegzudenken. Ohne Musik ist eine romantische Liebe nicht zu denken. Wenn Sie einmal googeln, Rom-Coms, und also Romantic Comedies, dann stellen Sie fest, dass keine Rom-Com ohne Musik funktioniert. Ich habe nun einmal mir angeschaut, die Best Romantic Comedy Songs, also, und habe dabei eine kleine Definition gefunden, die ich Ihnen vorlesen will. The best romantic comedies, rom-coms, are defined by their touching moments, and one of the most convincing ways to creating these connections with the two romantic leads is through music. Some of them, the rom-coms, are more memorable for the music rather than the film itself. Also, die romantischen Komödien definieren sich durch ihre berührenden, anrührenden Momente, und einer der überzeugendsten Wege, um diese romantischen Momente zu erzeugen und die Beziehung zwischen den zwei Helden zu beschreiben, zu erschaffen, das ist es, wenn man Musik einsetzt. Und einige dieser Songs sind in stärkerer Erinnerung geblieben als die eigentlichen Rom-Coms, die eigentliche Filme selbst. Ich möchte Sie an Dirty Dancing erinnern, The Time of My Life. Ich muss gestehen, dass ich darf Ihnen gar nicht erzählen, wie oft ich diesen Film gesehen habe, weil dann nehmen Sie mich wirklich nicht mehr ernst. Aber The Time of My Life, das steht ganz oben auf der Playlist der Songs, die für Rom-Coms berühmt geworden sind. Oder denken Sie an einen anderen berühmten Song, Love is All Around, aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Oder Pretty Woman aus dem gleichnamigen Film. Und ganz berühmt, As Time Goes By, in dem Film Casablanca. Liebe und Musik, das gehört zusammen. Gesang und Text, Komposition und Text, literarischer Text, das gehört unverbrüchlich zusammen. Oder wie man das neuhochdeutsch nennt, Lyrics and Melody. Wir haben das schon gesehen, dass im hohen Mittelalter die andalusischen Dichter, die arabisch texteten, Sänger waren, dass sie Gedichte schrieben, die gesungen wurden. Und das übernahmen die mitteleuropäischen Troubadoure und dann später die Minnesänger, die eben alle Texte wurden sozusagen gesungen und waren Musik. Ich möchte noch einmal betonen, dass man die Liebe im hohen Mittelalter und späten Mittelalter nicht vergleichen kann mit der romantischen Liebe, die das Thema dieser Season geworden ist. Und
Wir haben das ausführlich betrachtet in der letzten Season, als wir die Begegnung zwischen Orient und Okzident beschrieben haben. Das war im Januar letzten Jahres, bin ich auf dieses Thema ganz ausführlich eingegangen. Das ist nur so eine Nebenbei-Bemerkung. Aber wie gesagt, Liebe ohne Musik, das gibt's nicht. Und das ist eben auch nicht anders im 19. Jahrhundert, als in der Literatur die Hochzeit der romantischen Liebe gefeiert wurde. Und da waren die Lieder eines Franz Schubert, eines Robert Schumann weltberühmt. Sie beklagten das Liebesleid, sie rührten zu Tränen und sie sind ein Bestandteil der romantischen Literatur auch geworden, in der die Musik eben auch eine große Rolle spielt. Ich bin aufgewachsen mit dieser romantischen Liedmusik eines Schubert und auch eines Schumann. Mein Vater war ein Begleiter, ein Pianist, und er hat für seine Konzerte oder Plattenaufnahmen am Flügel die Begleitungen geübt. Und so bin ich als kleines Mädchen schon aufgewacht am Wochenende, wenn er eben zum Beispiel die Begleitung für die Winterreise geprobt hat oder für Frauenliebe und Leben, aber auch für die Wesendonck-Lieder, das ist mir wirklich im Ohr geblieben. Und das ist eine Musik, die, ich muss gestehen, mich heute noch manchmal zu Tränen rührt, obwohl sie natürlich eigentlich eine ganz altmodische Musik ist. Ich will heute eben nun fragen, was machte die Musik, die damals zu ihrer Zeit so modern war, so überzeugend? Was ergriff die Menschen so sehr an dieser Musik? Was machte diese romantische Musik so geeignet, um Liebesbeziehungen, Gefühle zu untermalen? Ich zitiere E.T.H. Hoffmann. Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt und in der er alle durch Begriffe bestimmbaren Gefühle zurücklässt, um sich dem Unaussprechlichen hinzugeben. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Wichtig ist für diese Musik, dass sie die Sphäre des Bewusstseins überschreitet. Die Welt der Erscheinungen hat es Kant genannt. Musik hat nichts zu tun mit der Logik des Wissens, sondern sie führt zum Ahnen, Fühlen, zum Erhabenen, auch zu Gott hin, zum Ding an sich, wie es Kant genannt hat. Musik entsagt beim Hören sozusagen des Verstandes, der Logik, ist ganz Gefühl und drückt das Unbewusste, was wir kaum in Worte fassen können, perfekt aus. Musik ist reines Gefühl. Das Unaussprechliche erklingt in ihr, wird hörbar in ihr, wird sinnlich erscheinbar. Und wir müssen uns fragen, wie das die modernen Komponisten um 1800 gemacht haben. Das möchte ich Ihnen im Folgenden beschreiben. Es gab zwei Neuerungen in der europäischen Musik, die zum einen die Tonalität und zum anderen die Rhythmik der Kompositionen betrifft, den sogenannten Groove nennt man das heute. Und dazu muss ich ein wenig zurückschauen auf die Musikgeschichte des Abendlandes. Ich mache einen ganz kurzen Rückblick, der auch vielleicht ein bisschen anstrengend ausfallen muss und ja wird. Aber da müssen Sie jetzt durch, um die wirklich eklatanten Neuerungen des 19. Jahrhunderts begreifen zu können. Also ein kleiner Rückblick auf die Musikgeschichte des Abendlandes. Das Abendland hat immer geglaubt, dass Musik mit Mathematik etwas zu tun habe. Das ist so seit der griechischen Antike, seit den Vorsokratikern,
Da ist Pythagoras zu nennen, der 500, um 500 vor Christus gelebt hat. Und er hat sozusagen die mathematischen Grundlagen für Töne gelegt und dann für die Tonleitern, die eben auf den Tönen aufbauen. Man nennt den Abstand zwischen zwei Tönen ein Intervall. Und den Abstand zwischen zwei Tönen, zwischen denen drei liegen, nennt man eine Quinte. Also das sind fünf Töne. Eine Quinte ist zum Beispiel der Abstand zwischen C und G, denn zwischen C und G liegt D, E und F. Also insgesamt sind es fünf Töne. Und wenn man nun eine gespannte Saite im Fünftelt, also in fünf Teile aufteilt, und wenn man dann eine Proportion wählt, nämlich 3:2, und diese Saite anreißt, dann erklingt eine Quinte. Wenn man die ganze Saite anreißt und dann im proportionalen Verhältnis 3:2, dann erklingt eine Quinte. Und wenn man nun sozusagen eine Quinte aufeinander setzt, mehrmals aufeinander, also wir fangen zum Beispiel bei C an, machen wir es von eurer Seite aus, von, genau, man fängt von C an, geht dann 5 Töne hoch, eine Quinte hoch, kommt man bei G an, dann fängt man auf G eine Quinte an, dann kommt man auf D, von D kommt man auf A und dann hat man schon mehrere Töne, nämlich C, G, D und A. Und wenn man das weitermacht, und zwar insgesamt 12 Mal, dann kommt man auf die 12 einzelnen Töne, die unsere Tonleitern ausmachen. Und beim letzten 12. Ton, der ganz dann eben ganz weit weg liegt vom Ausgangs-C, kommt man wieder bei einem C an, da eben das ein C, das einem sehr, sehr viel höher liegt als das Ausgangs-C. Und nun zeigte sich, dass man insgesamt den Abstand, das Intervall von einem C zum nächst höheren C nennt man eine Oktave, wegen der dann 12 Töne. Und nun zeigte sich, dass wenn man alle Töne sozusagen herauskristallisierte, man insgesamt 7 Oktaven brauchte, um jeden einzelnen Ton definiert zu haben. Und daraus ergab sich nun ein kleines Problem. Denn wenn man nun alle 12 Töne hatte man gefunden und jetzt schaute man sich sozusagen nur die 7 Cs an, diese 7 Oktave, und man schaute sich Grundton C an und den höchsten C-Ton, den man erreicht hatte, dann stellte man fest, dass das mathematisch nicht präzise, so wie man das sich wünschte, fassbar war. Und auch klanglich nicht. Denn das letzte C, was man durch eine Quint erreichen konnte, lag eine Spur höher, als es sein durfte, als es vom Ohr her sein durfte. Und wenn man das mathematisch durchrechnet, und das konnte man auch schon zu jener Zeit, dann stellte man fest, dass der Unterschied zum letzten C ein kleiner Unterschied nach dem Komma war. Es waren keine ganzen reinen Zahlen, die man fand, sondern die letzte Zahl war eben eine Zahl, die eine Zahl nach einem Komma hatte. Und das nennt man das sogenannte pythagoreische Komma. Und dieses pythagoreische Komma bereitete den Musik im Abendland bis ins 19. Jahrhundert großes Kopfzerbrechen. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil damit die Verbindung von Mathematik und Musik ein bisschen
ins Wanken geraten war. Die ist einfach dieses unpräzise mathematische machte unwohl. Musik sollte und Mathematik sollte einfach glatt aufgehen, und das ging sie eben durch dieses pythagoreische Komma nicht auf. Zum anderen war das auch zu hören für einen Musiker. Für Menschen, die ein absolutes Gehör haben und sehr viele Saiteninstrumente, verlangen eigentlich ein absolutes Gehör oder ein Gehör, was eben reine Intervalle herstellen kann, absolut präzise ist. Es ist ein großes Problem, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, die andere Abstimmungen haben, zum Beispiel mit Tasteninstrumenten, aber, oder auch mit Bläsern. Und so war das von da an, dann vor allem in der Neuzeit, immer ein Problem. Man musste Saiteninstrumente und zum Beispiel Tasteninstrumente oder auch Flöten oder Blasinstrumente in eine Stimmung bringen, und die Saiteninstrumenten mussten so ein bisschen nachsichtig sein, was die Reinheit von Intervallen anging. Das war das zweite Problem. Und zum anderen gab es nun ein großes Problem für die Komponisten, denn das ergab sich aus Folgendem. Wenn man nun die einzelnen Töne gefunden hatte, und auf jedem Ton konnte man ja eine Tonleiter, eine Tonart aufbauen, so hatte jede Tonart einen ganz bestimmten Charakter, der sich eben ergab daraus, dass die Intervalle zwischen den einzelnen Tönen ein bisschen unterschiedlich waren. Das ist jetzt übertrieben gesprochen, aber jede Tonart hatte einen besonderen Charakter. Und wenn man von einer Tonart in die andere wechselte, veränderte sich der Charakter des Musikstücks. Das konnte man als Komponist einsetzen, gewollt einsetzen, aber in der Regel eben auch nicht, weil das dann eben einfach nicht gut klang. Das ergab ein unschönes Gefühl. Und das bedeutete, dass bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts Komponisten nur sehr begrenzt innerhalb eines Stückes von einer Tonart in die andere wechseln konnten. Dieses Problem löste man nun in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, indem man die sogenannte gleichstufige Stimmung einführte, auch temperierte Stimmung genannt oder gleichschwebende Temperatur. Es hatte davor schon andere Stimmungen gegeben, nämlich zum Beispiel die mitteltönige oder die sogenannte wohltemperierte Tönung. Davon werden Sie schon gehört haben. Und das war eben Stimmungen, auf die man sich als Instrumentalisten einigte, wenn man verschiedene Instrumente, Streicherbläser, Tasteninstrumente aufeinander abstimmte. Nun, Ende des 18. Jahrhunderts fand man eine ganz einfache Lösung, eine überzeugende, und die ist bis heute geblieben, die sogenannte gleichstufige Stimmung. Man teilte nun die Töne einer Oktave in 12 gleich große Halbtonschritte auf. Und damit waren alle Tonarten, alle Töne, die auf einem Grundton aufbauten, hatten denselben Abstand. Ganz egal, ob sie auf C, G, H, Cis, Ges oder auch immer, welche Tonart man auch immer wählte, die Töne innerhalb dieser Tonart hatten den gleichen Abstand. Der wird heute festgelegt als sogenannte 100 Zent. Abstand der Töne ist gleichbleibend. Das entsprach übrigens diesem neuen bürgerlichen Gefühl der Gleichheit aller Bürger in einem Staat.
Das brachte einen großen Gewinn, denn nun ging zwar der unterschiedliche Charakter der Tonarten verloren, aber ein Komponist konnte nun leicht von einer Tonart in die andere wechseln, und zwar auf jedem einzelnen Ton. Wenn Sie zum Beispiel sich ein Klavier vorstellen und einen Akkord, und dieser Akkord wird, sagen wir, mit allen 5 Fingern angeschlagen, dann konnte man den nächsten Akkord dadurch variieren, dass man nur mit einem einzigen Finger einen Ton veränderte, auf eine andere Taste schob, und schon war es möglich, von diesem Akkord in eine andere Tonart zu gelangen und einen anderen Klangeffekt dadurch zu erreichen. Ich habe immer wieder gern die Noten meines Vaters hervorgeholt und mich an einer Schubert-Begleitung versucht. Das ist mir nicht gelungen, aber zumindest eine Ahnung konnte ich von den Klängen haben. Ich fand das immer faszinierend, wie Schubert das machte, wie er, das Fachwort ist modulieren, wie er mühelos von einer Tonart in die nächste wechselt, nur mit ein, zwei Tonverschiebungen. Und dann eben auch in einem neuen tonalen Zentrum, einer neuen Grundton, auf einem neuen Grundton landen konnte. Die romantische Musik, die Musik der Romantik, ist ohne Modulationen nicht vorstellbar. Sie macht die Musik zu dem Stimmungsbarometer, zu der Kunst, die sämtliche Gefühle, sämtliche Seelen, die Stimmungen differenziert wiederzugeben vermag. Das ist die eine große Neuerung, die wir in der europäischen Musik haben. Und die zweite Neuerung betrifft den Rhythmus, Groove, wie wir das heute nennen. Schon im hohen Mittelalter, ich muss wieder noch einmal zurückgehen in die Vergangenheit und die Geschichte unserer Musik. Schon im hohen Mittelalter wurde in der Kirchenmusik Zeitmaße eingeführt. Die vielen Stimmen eines männlichen Chores, die man in der Polyphonie zusammenbrachte, wurden dadurch zusammengebracht, dass man zeitliche Maßangaben, die die Zeitdauer der Töne beschrieben, einführte. In der Neuzeit veränderte sich das nochmal durch die Einführung des sogenannten Taktes. Ein Takt erkennen Sie daran in der Notierung, in den Noten, dass es einen Taktstrich gibt. Und immer der erste Ton nach dem Taktstrich wird betont, offiziell. Also beim Viervierteltakt ist das so, dass man sozusagen betont: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das bewirkte, dass die Musik ab dem späten 16. und dann im ganzen Barock und Rokoko manchmal so marschähnlich wirkt. Das entspricht auch der kriegerischen Zeit des hohen Barocks. Oder eben wie ganz wunderbar fabrizierte kleine Spieluhren, die ganz präzise eben getaktet ablaufen. Nun, um 1800 und dann ganz wichtig, im 19. und selbstverständlich dann auch 20. Jahrhundert wurden diese präzisen Zeitvorgaben zwar nicht aufgegeben, die präzise Messung schritt eigentlich noch voran, es wurden Metronome eingeführt in die Musik, aber sie wurden sozusagen ein wenig konterkariert, ein wenig aufgelöst durch etwas Neues, nämlich dass man in die Zeitlichkeit eines Stückes so etwas wie Beschleunigungen und Verzögerungen einführte, also einen starken Tempowandel. Das nennt man zum Beispiel die Verzögerung ritardando oder Beschleunigungen accelerando. Und das machte aus der Musik eine sehr dynamische Kunst. Durch die subjektive
subjektiv interpretierbaren Tempi konnte man eine sehr temperamentvolle, sehr gefühlige Musik, sehr dynamische Musik herstellen, die einfach mitreißt. Fassen wir zusammen. Zwei große Neuerungen sind es, die die romantische Musik ausmachen. Das ist zum einen eben die Einführung der sogenannten gleichstufigen Stimmung, die Modulationen ermöglicht, und dann die Tempi-Variationen, die die strengen Maßvorgaben subjektiv variabel machen. Damit wird die Musik zu der Kunst, die die Gefühle perfekt wiedergeben kann. Und diese Musik ist das bis heute geblieben, auch das ist für junge Leute, die mit Rap oder Pop aufwachsen, spürbar. Und ich denke, viele, auch junge Menschen, mögen die romantische Musik. Und so möchte ich Ihnen das nächste Mal dann eben Robert Schumanns Frauenliebe und Leben vorstellen, wo wir das wunderbar vorgeführt bekommen, noch dazu hin verbunden mit dem Schicksal der Frauen im 19. Jahrhundert.